Ihr Sommerfest und Ihren Tag der offenen Tür nutzte die Feuerwehr Ratzmannsdorf zur Vorführung ihrer Einsatzfahrzeuge und ihrer Leistungsfähigkeit, aber auch um auf die Gefahren hinzuweisen, die sich bei Einsätzen durch Gaffer ergeben. Gerade auf der A3, die Feuerwehr Ratzmannsdorf ist dort für einen Teilabschnitt bei Unfällen zuständig, wird es immer gefährlicher für die Einsatzkräfte. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit betroffenen Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und BRK wurden diese Probleme mit Politikern diskutiert. Mit dabei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Es ist wirklich ein schweres Vergehen, wenn man die Rettungskräfte behindert. Im Oktober 2017 sind neue Bußgelder in Kraft getreten. Bis zu 320 Euro zahlt man, wenn man die Rettungskräfte behindert, mit Punkt- und Fahrverbot. Also das heißt, das ist schon erheblich angehoben worden. Für Gaffer und Handybildmacher gibt es ebenfalls harte Strafen. Die Einsatzkräfte brauchen diese Unterstützung von Seiten der Politik, wie ein besonders krasses Beispiel eines rücksichtslosen Autofahrers zeigt. Der erste Anblick, eine Mutter läuft mit einem Kind auf dem Arm über die Fahrbahn. Natürlich sämtliche Alarmglocken haben gelitten, alles außer Vieri zu der Person. Hinten haben wir eine Vollsperrung gemacht, trotzdem hat es einfach einen nicht interessiert. Ist durch die Absperrung durch, wir haben die Autobahn komplett gesperrt gehabt, fährt durch und fährt uns das Polizeiauto und hat einem Tier weggefahren. Um gegen die Handyaufnahmen bei Unfällen einen Riegel vorzuschieben, werden nun neue mobile Sichtschutzwände von den Feuerwehren eingesetzt. Feuerwehren werden Zug um Zug, teilweise auf Initiative auch der Gemeinden, teilweise auf Initiative örtlicher Gewerbetreibender ausgerüstet mit Schutzplanken, sodass die Gaffer gleich gar nicht hinsehen können. Es ist ein Ausfluss unserer Gesellschaft, dass Menschen offensichtlich am Schmerz anderer Freude empfinden. Neben dem Podiumsgespräch konnten die Besucher die Ausstellung mehrerer Generationen an Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr besichtigen. Darunter das erste Löschfahrzeug aus dem Jahr 1893 und das derzeit modernste, mit dem die Feuerwehr Ratzmannsdorf unterwegs ist. Dieses Fahrzeug dient ja hauptsächlich auch für die Abdeckung der Autobahn, weil wir haben ja ca. 10 Kilometer Autobahnstrecke zu bewältigen. Für das ist ja das Fahrzeug ja eigentlich auch angeschafft worden, der Rettungssatz etc. mit Tank und Schaum. Die Einsatzkräfte des BRK, sie leiden auch unter Anpöbelungen, sowie die der Bundespolizei, führten ebenfalls ihre modernsten Einsatzfahrzeuge vor. Darunter ein gepanzerter Wasserwerferwagen, der für alle Einsätze gerüstet ist. Das Fahrzeug kann bei Demonstrationen, aber auch zur Brandbekämpfung eingesetzt werden.